Ich aber nicht. Der ist mir in den Weg gelaufen. Kann ich jetzt einfach den Baum kaputt machen? Danke. Ah! Bleib hier. Oh Gott, Telefon, Telefon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell ausmachen. So, ich hoffe jetzt. Man hört es immer noch klingeln. Ja, das muss euch dann halt jetzt stören. Kann ich jetzt nichts dran machen, Leute? I'm so sorry. Gut, jetzt kommt der Anruf, kann zurzeit nicht angenommen werden. So muss das. Ich bin nämlich in einer Aufnahme. Schön erstmal eine Blaubeere reingezimmert. Sonst noch irgendwelche Steine, die ich mitnehmen kann? Nee. Essen haben wir hier immer genug. Die Ureinwohner stellen kein Problem da. Es kommen zwar viele, die kriegen aber direkt genug. Achso, ich dachte gerade, da stand einer. Schreibt mich nur, warum ich von denen einen hier hinten... Also, die haben mich noch nicht gesehen eben, aber... Warum ich von denen, die mich gesehen haben, kein schnuckiges Geräusch bekommen habe. Haltet euch bitte ein bisschen zurück, wenn ihr mich angreifen wollt. Lasst mich bitte hier mein schönes Lager unten aufbauen. Pass auf, wenn ihr mich nicht angreift, lasse ich euch auch in Ruhe. Ich will ja nur hier wohnen jetzt. Weil ich habe diese Insel für mich entdeckt, meine Freunde. Diese vielseitige Insel, diese Touristenattraktion hier. Man kann diese ganzen schönen Ureinwohner auch als Freunde haben. Man kann friedlich mit denen zusammenleben, tatsächlich. Die wenigsten machen das nur. Ich weiß nicht warum. Es geht eigentlich ziemlich einfach. Und ja, im Notfall hat man halt dann immer noch ein bisschen Feuer dabei. Dann sind die auch ganz schnell wieder Freunde, die einfach nur mit dir rumstehen und ein bisschen chillen wollen. Guck mal da hinten, da sind sie zum Beispiel wieder. Siehst du, also, da kommen sie. Dann denkst du, ja, die wollen mir was böse Sachen antun. Da nimmst du dein bisschen Feuer. So. Das nimmst du dann. Und da, dann kommen sie manchmal auch noch von der anderen Seite, wo ich so richtig behindert geschossen habe. So, dann kommen sie manchmal auch noch von der Seite. Ja, ne, wisst ihr alles, kennt ihr alles. Ist aber auch kein Problem. Manchmal brauchen die halt ein bisschen Feuer unterm Arsch, um dann wieder die Alten zu sein. Und dann chillen sie auch mit euch. Ne? Manchmal chillen sie dann auch so ein bisschen so an der Wand. Ja, und dann könnt ihr denen mal einen kleinen Hieb geben. Und manchmal zerfallen die dann leider auch. Aber das sind solche Nebenwirkungen, die haben die hier so an sich. Sind halt schon alte Leute hier. Die leben ja hier schon seit Generationen auf dieser Insel. Sowas wie Internet, das kennen die gar nicht. So. Gut, da hinten chillen die ab. Meine alten Kollegas, könnt ihr bitte auf mein Lager aufpassen. Ey, komm, geh von meinen Kollegen hier runter. Ach, dann halt nicht. Ich hab alles für euch getan, meine Brudis. Ich würde hier gerne auch noch den Wald loswerden, damit ich auch sehe, wann die kommen. Weil, ihr wisst ja, ne, wenn so ein Zuhause so unvorbereitet ist für so freundlichen Besuch, das ist immer doof. So kann ich dann noch ein Tässchen Tee zubereiten und ein warmes Feuer anmachen. Kennt er ja. Wer kennt es nicht, Leute? Und natürlich auch, ich kann mich einfach auch schon auf diese Anwesenheit dieser schnuckeligen Mitbewohner, meiner Nachbarn hier,
freuen. Oder liegt noch im Baumstamm. Ihr kennt das ja. Ich denke mal, jeder weiß, was ich meine. Ja, wer wohnt schon mal nicht mit Kannibalen oder Mutanten oder wie auch immer sie heißen mögen zusammen? Lebt er da hinten noch? Nö, glaube ich nicht. Zumindest hat er mich ja noch nicht gesehen. Dammdi-dumm. Dammdi-dumm. Ach so, ist der Anker. Ich dachte gerade, hier steht einfach ein Baumstamm. So, dann haben wir bald auch schon hier unser Lager zumindest ein bisschen sicherer gemacht. Ich hoffe mal, die kommen dann nicht durchs Wasser gelaufen. Aber ich denke, das können die nicht. Also, die sind ja so wasserscheu. Wisst ihr ja. Wisst ihr ja. Ach, hier sind noch zwei Mauern. Ich brauche noch 12 Holzstämme. Okay. Dann holen wir uns noch einen Baum. Am besten einen von hier. Guck mal, da unten sind die ja auch alle schön nah. Müssen wir gar nicht so weit hochlaufen. Und mehr kann ich schon nicht nehmen. Von hier. Hier liegen auch noch ganz viele Stöcker, die ich sowieso noch brauche. Na. Dann wird hier kurz noch ein kleiner Baum gefällt. Außerdem haben wir dann so von zu Hause auch eine bessere View. Hier auf den Wald. Und können gucken, ob hier ein paar Kollegen ankommen. So. Komm her zu Papa, komm her zu Papa. Gut, Leute, wisst ihr, ne? Hier liegen jetzt ganz viele Baumstämme. Falls ich mal nicht dran denken sollte, ich habe ja euch. Gut, gut, gut. Holen wir uns eben noch eine Fuhre ab. Steine kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Aber irgendwann ist ja auch mal Schluss, ne? So, wenn ich wenigstens noch die Mauer zu Ende machen könnte, da wäre ich schon ganz glücklich drüber. Dass sie dann wirklich nur noch total schwer da rein können, wenn die nicht über den Anker kommen können. Oh Gott, jetzt ist es schon ziemlich dunkel geworden. Da oben liegt auch noch ein Baumstamm oben links, so wie ich sehe. Ich sehe einfach nichts. Wo ich mich hier gerade lang bewege. Ich hoffe, es fängt jetzt nachts nicht an zu gewittern, dann kann ich uns hier ein schönes kleines Feuerchen anzünden. Da. So. Ja, das machen wir mal kurz hell. Und dann kann ich uns auch wieder... Ne, diesmal nehmen wir... Ja, man muss sich ja auch abwechslungsreich ernähren. Und ich glaube, heute wird es dann einfach mal Zeit für einen kleinen Leo-Snack. So, kommen anscheinend keine Freunde gerade. Muss ich echt meinen Snack... Ah doch, guck mal, da hinten sind doch welche. Brenne, mein Freund.
Ich dachte schon, ich muss meinen Snack heute mal alleine essen. Also sag mal, ihr müsst mich jetzt hier nicht mit Baumstämmen bewerfen. Also, nee. Nur weil ich mal durch einen Baumstamm gestorben bin, heißt das jetzt nicht, dass ich auch sterbe, wenn die hier nur reingerollt kommen. Also, was das schon wieder soll, ich habe dir nichts getan. Und die beschmeißen mich hier mit Baumstämmen. Ich bin so ein dummes Stück Scheiße, Leute. Kann das sein? Ja, das kann, ne? Ich renne einfach durch mein Feuer. Weil ich mir so denke, jo. Okay, Leute, das war's für die Aufnahme-Session. Ich werde hier schon gebraucht überall. Bei meiner Freundin, bei meinen Eltern, bei meiner Oma bestimmt. Und, ja, wir haben ein paar Ureinwohner hier. Ja, ich will jetzt nicht geschlachtet sagen, aber wir haben die schon ein bisschen verbrennen lassen. Verbrannt. Ja. Lief doch ganz gut. Wir haben hier unser Lager schon mal wesentlich sicherer gemacht. Wesentlich sicherer, Freunde. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir gehen hier noch einmal, damit auch wirklich alles gespeichert wird. Bennen. Jetzt ist es wieder Nacht. Gut, das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschö. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Immer noch vor dem Urlaub. Krass, wie viel ich doch noch schaffe. Ich weiß nur nicht, ob ich es tatsächlich hochgeladen kriege, alles. Noch vor dem Urlaub. Ich möchte gerne in die Münzen reinkommen. Aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ne, ich habe es hier bekommen. Ich bin ein Genius. Na? Hier spawnt hier immer wieder schöne neue Sachen. Also ich glaube, wir haben es hier tatsächlich ganz gut. Na? Sagte ich, glaube ich, schon oft genug. So, Einwohner sind gerade nicht in der Nähe. Ein bisschen schade. Ich wollte wieder ein paar Schnitzeln. Alkohol nehmen wir mal mit. Na. Leute, ihr kennt doch bestimmt, mir fällt gerade noch nicht der Name ein, aber wisst ihr, wo das Spiel, wie oft der Stein im Wasser auftitscht, das spielen wir jetzt. Alter, bin ich genial, ich habe es einmal geschafft, tatsächlich, nächster Versuch. Na, ich hab's heute nicht so drauf. Vielleicht beim nächsten Mal. So, wieder nur so kleine Steinchens. Oh. Da liegt wohl wieder mal so ein Schaltkreis rum. Ein bisschen Medizin und Tennisball, ja. Hier, komm in unser Lager, komm. So, Köpfe kann man immer gut gebrauchen, wenn man so ein Ding bauen will hier. Dicht hier eine Flare. Wow, Leute, was geht? Hier weiß ich auch wieder nicht, wer das ist. So einen Stock habe ich schon. Steine bräune ich. Ja. Dieser Bärenbusch wurde ein bisschen spät geladen. Okay, was ich eigentlich machen wollte ist... Bleibst du stehen. Lego an. Lego an. Letzte Warnung. Sag mal. Okay. Das ist der Gott-Lego an. Der kann durch Steine gehen. Ich glaube, den lasse ich besser in Ruhe. Alter. Pff. Denkst du wirklich, du hast den Hauch einer Chance gegen mich? Wenn ich einmal wütend werde. So, was ich eigentlich machen wollte ist... Ich bin auch sauber, ne? Na, können wir hier nochmal reingehen. Ich wollte weiterbauen, Leute. Achso, hier brauche ich noch Holz. Egal. Das hole ich mir dann andermal. Jam, lecker Algen. Gut, was genau ich bauen soll, weiß ich noch gar nicht. Könnt mir da, wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen helfen. B will ich drücken.
So, Feier brauche ich erstmal nicht. Joa. Ich würde sagen, wir erweitern erstmal mit Mauern, oder Leute? Was haltet ihr davon? So, wenn man hier schön noch so eine Defensive Wall dran setzt, ne? Ich denke, das kann man gut machen. Ja, kann man machen. Wir wollen ja auch ein bisschen Platz haben. Wir wollen uns ja hinterher auch noch eine richtige Hütte hier hinbauen. Warum funktioniert das nicht mit dem... Na egal, wir schaffen halt auch so, Leute. Das sieht gut aus. Es ist, glaube ich, nicht besonders gerade. Ja, ja, das macht ja nichts, nee. Na, weiter geht's. Ne, die nicht. Da, jetzt funktioniert's. B. E. Und jetzt kann man dann langsam hier... Möchte ich gerne... ein Fenster haben. Boah Leute, ich habe eine gute Idee. Wir machen das so, dass wir am Ende hier gar keine Tür haben. What the fuck, das ist doch nicht gerade da dran. Muss man alles hier selbst machen, ne? So. Dass wir am Ende keine Tür haben, sondern immer durchs Wasser rein müssen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Weil die Einwohner haben damit ja echt Probleme, durchs Wasser zu gehen. So, ich würde sagen, dass wenn wir das gebaut haben, dann ist das schon ein stattliches Lager. Dann kann man gucken, was man hier drinnen bauen will. Da haben wir natürlich so eine riesen Hütte, die wir aber erstmal gar nicht brauchen. Ne, 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 die brauchen wir erstmal nicht. So, hier drin, da oben sind Ureinwohner. Und zwar gar nicht mal so wenig. Macht bitte einen Abgang von hier. Ja? Ich will jetzt nämlich Holz hacken gehen. Da kann ich es nicht gebrauchen, wenn da so ein paar Ureinwohner noch rumgammeln. Ach, ich... Leute! Was soll die Scheiße? Da hinten wollte ich Holz hacken gehen. Bauen die da wieder irgend so eine Scheiße auf? Ja, Leute, ich will hier bitte... Was mich auch aufgeregt hat, ist, dass mein PC in letzter Zeit ein bisschen lauter wird. Immer. Den muss ich mal irgendwie... ein bisschen dämmen, habe ich das Gefühl. So. Gut. Dann gehen wir wieder den wichtigen Dingen nach. Können wir uns jetzt endlich mal... Ja, können wir. Gut. So, besser. Ja, mein PC regt mich echt ein bisschen auf. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Hört da einfach weg. Und ihr habt mir geschrieben, dass man mit der Axt auch irgendwie blocken kann, nämlich wenn man geschlagen hat. Genau. Perfekt, Leute. Und dann dauernd durch, ohne gedrückt zu halten. Das ist echt cool. Das geht aber auch nur, wenn man vorher damit geschlagen hat. Danke. Das ist echt gut zu wissen. Oh, diese hässlichen Dinger, die die überall aufstellen.
Können die das nicht einfach sein lassen? Ich baue mir so ein schönes.